Die Karriere auf dem Laufsteg. Für viele Mädchen ein Traum. Für sie ist dieser Traum schon fast Wirklichkeit. Lily Goodman aus den USA ist 13 Jahre alt und als Model schon dick im Geschäft. In New York wartet ein aufregender Tag auf sie. Ich liebe es hier, jeder ist beschäftigt. Ich mag es, wenn was los ist. Die Stadt lebt. Nach einer Stunde Fitnesstraining am Morgen geht's zur Schminksession für neue Make-up-Tricks. Der Terminkalender ist voll. Ganz schön stressig. Wie kriegt man das alles auf die Reihe? Manchmal kann ich nicht so viel mit meinen Freunden abhängen, wie ich möchte. Aber das muss man in Kauf nehmen, um Model zu werden. Für die große Karriere muss Lily noch wachsen. Fast alle Supermodels sind mindestens 1,80 groß. Eine Modelberaterin ist aber schon jetzt von Lily überzeugt. Du hast ein sehr hübsches Gesicht. Lily modelt schon, seit sie 3 Jahre alt ist. Für Kataloge und in Werbespots. Und sie setzt sich für den Schutz junger Models ein. Denn gerade für sie ist der Job nicht ungefährlich. Lily kennt die Geschichte einer 14-Jährigen, die von einem Fotografen ausgenutzt und sehr schlecht behandelt wurde. Er hat ihr versprochen, sie als Model groß rauszubringen. Aber das war alles eine Masche. Sie wurde entführt und kam erst nach 2 Jahren wieder frei. In New York soll jetzt ein Gesetz Models unter 18 genau davor schützen. Wenn sie arbeiten, muss immer jemand dabei sein, dem sie vertrauen können. Lily braucht sich zum Glück keine Gedanken darüber zu machen. Ihre Mutter ist immer mit dabei.